ein Riesenprost mit einem leckeren Getränk, ja, auf unseren fabelhaften Gast. Nein, von auf die Gästinnen. Zum Wohl. Ein Granatapfel. Kirschgetränk. Kirschgetränk. Oh, lecker. Genau das Richtige für den Sommer. Du darfst weitergehen. Sag mal, wir haben ja vorhin ein bisschen über das Flirten gesprochen, Philipp. Und über eine Sache bin ich gestolpert. Die muss ich jetzt unbedingt nochmal erkunden. Und zwar hast du ja gesagt, wenn man rausgeht, soll man ansprechen, oder soll man die Frau ansprechen im Sinne von, dass man ein Detail aufnimmt, was man sieht. Zum Beispiel, wenn sie eine Geige auf dem Rücken hat, du bist musisch oder musikalisch oder Bücher in der Hand und so weiter. Könnt ihr euch übrigens anschauen im Blog davor. Jetzt ist meine Frage, man soll doch, ich habe immer gelernt, man soll echt sein. Also echt sein und rausgehen. Absolut, ja. Aber wenn ich zum Beispiel, dann wie kann man sich das dann, wie kann man die Echtheit gewähren? Weil wenn man dann anspricht und sagt, du bist musisch oder musikalisch. Das funktioniert, wie ich sagte, nur wenn es echt ist. Ein Kompliment muss das Feststellen einer Wahrheit sein, also von etwas Echtem. Sonst funktioniert das überhaupt nicht. Also auch, was du selbst dann als echt siehst. Ja, ich schätze sie ja so ein. Ja, und genau das ist ja eine echte, authentische Einschätzung. Sonst würde es nie funktionieren. Beim Flirten ist Lügen, das geht gar nicht. Lügen ist beim Flirten eine der Todsünden. Also wenn ich zum Beispiel sage, dann, ich sehe, du hast, also für mich, was dich besonders attraktiv macht, dann muss ich dann auch irgendwas finden, was ich wirklich auch attraktiv dann finde. Ja. Ne? Und nicht einfach irgendwas nehmen, was mir in dem Moment auffällt. Klar, ich zum Beispiel liebe Musik. Ja. Deswegen, Flirten ist immer eine ganz individuelle, persönliche Sache. Ja, das ist auch das Wichtigste, was ich in meinen Coachings vermittle. Ich habe da ja mit Menschen zu tun, die lerne ich erst mal kennen. Ja. Und dann wählen wir für den Menschen eine individuelle Vorgehensweise. Wenn er schüchtern ist, dann schalten wir seine Schüchternheit aus. Wenn er ein großer Angeber ist, dann müssen wir ihn in dieser Richtung halt korrigieren, dass es mit dem Quatsch aufhört, etc. Okay, aber das muss authentisch laufen. Deswegen dauert so ein Coaching auch nicht nur eine Stunde. Das geht dann schon mal über 3-4 Stunden, manchmal über Wochen. Also müsste er eigentlich hier bei uns einziehen, Gabi, in unsere WG. Damit wir immer tägliche Betreuung kann haben. Kann er ja bei mir einziehen. Ne? Ja, da kannst du schon. Und schon halt, war das zu offensiv? Kann ich Miete sparen. Als Flirt-Experte? Naja, ist ja genial. Es hat ja das ist doch Humor. Es hat einen ironischen Grund. Und das wurde, und hallo. So ja, ne? Es hat einen ironischen Grund, und natürlich, ja. Seid ihr schon zum Essen gekommen? Ja, nee. Noch nicht. Wir haben noch so viel zu tun. So viele interessante Themen. Wir haben noch so viele Comments und so viele Hier, von bitte ein bisschen was einpacken, danke. Genau, das ist schon mal und sehr zwei, drei Liter. Jetzt probieren wir mal deine... Ingwer, Süßkartoffelsuppe. Kartoffel, Süßkartoffel, Ingwer, Chili. Ingwer und Chili ist ja beides wehenanregend, deswegen hätte ich davon gerne 3 Liter. Ja. Ah, lecker. So. Sehr gut. Also kochen kann ich nicht, aber ich bin im Essen. Nummer 1. Ist das Schokolade drauf? Naja, lasst es euch schmecken. Ja, da ist ein bisschen Schokolade drauf. Seht und zwar ein bisschen überhaupt? Was von der Chili-Schokolade. Ich wollte gerade fragen, ob die Schokolade absichtlich ist oder ob da was versehen ist. Nee, die ist vollkommene Absicht. Ich werde es jetzt absichtlich probieren. Probier mal, das ist lecker. Das geht ja vom Geschmack her eben auch schon in diese südamerikanische Richtung und dann Südamerika Schokolade ja eben einfach nicht süß ist, sondern eben einfach was Herzhaftes ist. Ja. Passt das ganz zu ganz vielen Suppen Beethoven eben super dazu. Ich würde sagen, es ist ein Kontrapunkt. Quasi. Du bist aber auch wirklich musisch. So, pass mal auf. Ich habe natürlich auf den ganzen sozialen Netzwerken mal gefragt, was wollt ihr denn von einem Flirtexperten, einem Flirtinator erfahren? Und da kommen ganz witzigerweise mehr Frauen, die was fragen als Männer. Vielleicht liegt es auch daran, dass das hier eine Weibershow ist. Das reflektiert die Realität, glaube ich. Ist das so, ist so, ne? Ja. Wir haben zum Beispiel, Scarlett hat genau das gefragt, wie man am besten einen Jungen anspricht. Das haben wir ja geklärt. Scarlett. Dass wir Frauen dann uns eher etwas zurückhalten sollten, ne? Haben wir heute gelernt. Zunächst, ja. Und zurücknehmen, ja. Und mit unseren Reizen haushalten oder mit unseren Vorzügen. Sie nicht zu schnell austeilen. Das ist ganz wichtig, ja. Also sparsam damit umgehen. Dann haben wir hier noch, das fragen ganz viele, mich würde interessieren, was man gegen das Nervössein machen kann. Vor allem beim ersten Date. Die Nervosität muss man annehmen. Ja. Man ist vorm ersten Date nervös, das ist natürlich. Und der Mann ist genauso nervös, wenn das jetzt eine Frage von einer Frau war. Ja. Ja, der Mann ist doch genauso nervös. Oder ich weiß es nicht, Gutschall kann also auch mal sein. Also beide sind nervös. Es sei denn, sie haben schon diese Flirtroutine drauf, die ich ja coache, die einen sehr souverän wirken lässt. Aber diese Souveränität fängt dann wieder die Unsicherheit des anderen auf und die Nervosität verfliegt dann ganz schnell. Also entweder sind beide nervös oder es ist ein gut trainierter Flirter oder eine Flirterin.
Wie gesagt, die fängt diese Nervosität dann wieder auf. Gegen diese Nervosität. Aber es ist ja auch süß irgendwie, wenn man merkt, dass der Gegenüber ein bisschen nervös absolut. Ist, oder? Genau das sage ich, ja. Das ist ein Positivum, das muss man gar nicht unbedingt als was Negatives sehen. Dann kam hier noch die Frage von Nora Lienchen. Hey, was unternehmen beim ersten Date? Auch eine Frage, die man sich oft stellt. Ja. Und darf er schon bei mir schlafen beim ersten Date? Ja, schlafen würde ich jetzt mal, ich nehme mal den hinteren Teil der Frage, schlafen natürlich, wenn es geht, noch nicht. Ja? Ja. Man nimmt sich als Persönlichkeit die Spannung. Hitchcock, tolles Beispiel, Hitchcock-Filmregisseur, ich weiß nicht, ob die Generation, die uns so guckt, den noch kennt, der hat zum Beispiel, was heute in Filmen gemacht wird, du hast in den ersten 10 Sekunden hast du nur Großaufnahmen. Ja? Du siehst Augen in Großaufnahmen, Explosionen ganz nah dran und so. Hitchcock hatte seine erste Großaufnahme in dem Film Die Vögel zum Beispiel in der 45. Minute. Deswegen war er über 50 Jahre einer der erfolgreichsten Regisseure der aller Zeiten. Und genauso ist es beim Flirten auch. Also um das mal kurz zu übersetzen, sparsam umgehen, auch hier wieder. Das war der Tenor. Gerne ein Ausschnitt, aber nicht was direkt. Was war der erste Teil der Frage? Der war nämlich auch super spannend. Wo geht man hin? Was unternehmen beim ersten Date? Ganz, ganz wichtig. Toll ist es, wenn man irgendwas gemeinsam macht. Gemeinsam macht, was mit einer gewissen Spannung versehen ist. Also es ist zum Beispiel viel besser, in Horrorfilm zu gehen, als in Liebesfilm. Weil? Weil nach der sogenannten Brückentheorie etwas, was Menschen gemeinsam durchstehen müssen, das macht sie psychisch gesehen zu einer Gefahrengemeinschaft, eher zusammenschweißt. Kann auch gemeinsam in die Spielbank gehen oder sowas und weiß ich sagen, jeder 50 Euro, wir spielen gemeinsam Roulette mit gemeinsamem Geld teilen dann. Ja, da ist dieses Spannungsmoment dabei und man ist eine Gefahrengemeinschaft. Das verbindet ungemein. Und vor allem, es ist viel los. Das heißt, man hat auch, wenn das Gespräch mal stockt, kann man mal gucken und mal über das reden, was um einen herum passiert. Gespräch stocken ist natürlich ein Thema für sich. Was oder macht man da? Das ist natürlich auch eine passiert, Frage. Passiert ja immer. Ne? Also, da gibt es ein ganz tolles Wort, das ich erfunden habe, das heißt SMS. Schweigen macht souverän. Das heißt, Gesprächspausen auf keinen Fall mit Lückenfüllern füllen, sondern dann einfach die Klappe halten und warten, vielleicht bis die Frau erstmal das Gespräch wieder an sich reicht, sowas sagt. Diese Ruhe nicht als Belastung zu empfinden, das ist wirklich ein Training. Ich kenne das, ich habe das ja alles erfahren. Ja. Aber genau das ist Schweigen macht souverän. Derjenige, der dann nicht zuerst redet oder nicht zu viel redet, übrigens auch ganz wichtig, gerade für Männer. Ich rede jetzt so viel, weil ich so viel mitzuteilen habe. Ich flirte mit euch im Moment gerade mal für 10 Sekunden nicht. Ganz, ganz wichtig, dass man sich diesen Druck raubt. Deswegen also, im Kopf haben, Schweigen macht souverän. Man muss nicht die ganze Zeit die Klappe aufreißen. Okay, letzte Frage von der Community. Ich weiß, ihr hattet so viele Fragen, ich könnte noch 100.000 stellen, aber wir müssen zum Ende kommen. Das ist auch interessant, wie schaffe ich es, in einer längeren Beziehung noch mit meinem Partner zu flirten, ohne dass es albern wirkt? Frau oder Mann? Ich glaube eine Frau, Dina. Klingt sehr weiblich. Das ist einer der wichtigsten Aspekte einer funktionierenden Beziehung ist, dass das Flirten nie aufhört. Gerade in der Beziehung nicht. Nun ist die Frage, wie Dina flirtet. Mhm. Das heißt, wenn sie morgens kleine Zettel an den Spiegel hängt und irgendwas Niedliches, Originelles, Persönliches, ganz wichtig, immer persönlich, individuell, draufschreibt, dann ist das was Flirtives. Ja, das hält die Beziehung am Laufen. Plus, ganz wichtig, gemeinsame kulturelle Erlebnisse. Also wichtig ist in einer Beziehung, man muss sich ein gemeinsames kulturelles Universum schaffen. Das heißt, gemeinsam Filme sehen, vielleicht auch mal gemeinsam ein Buch lesen, über das man dann reden kann, wo man Gags draus ziehen kann. Ganz wichtig, dass sich Humor daraus entwickelt. Also ich liebe es zum Beispiel mit meiner Freundin zusammen irgendwelche Comedies zu sehen. Und wir zitieren dann aber draus. Ja? Wir lieben diesen Wortwitz und ich weiß, 3 Tage später wird sie diesen Gag aufgreifen. Und das verbindet etwas, weil nur wir gemeinsam diese Show gesehen haben und diesen Gag in dem Moment verstehen. Also quasi viel zusammen unternehmen auch. Kulturelle Dinge teilen. Ja, nicht, dass jeder alles. Man braucht sicher auch Freiräume in einer Beziehung. Ja, ich gehe abends allein zum Pokern, dann nehme ich kein Mädchen mit. Aber Filme sehe ich gern mit einer Freundin zusammen. Gut. Philipp, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Wir werden jetzt noch natürlich gemeinsam hier essen. Ja, sowas können wir uns nicht entgehen lassen. Euch sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich weiß, alle Fragen konnten nicht beantwortet werden. Das bricht mir das Herz. Ja, mir auch. Aber man kann sich ja beim Philipp melden. Ja? Gerne, immer. Und da gibt es ja die verschiedensten Kurse, die man belegen kann. Das ist mein Job, ja. Da kommt ihr vielleicht auch weiter. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald.